Wie zeichnet man die Wimpern beim Auge richtig? Heute wieder drei Tipps von mir. Tipp 1. Nehme unbedingt einen spitzen Bleistift, ja, um so feine Härchen zu erzielen. Tipp 2. Ziehe leichte Halbschwünge von unten nach oben und lass die Linien oben auslaufen. Tipp 3. Bei den unteren Wimpern zeichnest du eine Art V, sodass sie zusammenlaufen an der Spitze. Und noch einen zusätzlichen Tipp habe ich für dich. Zeichne doch in den Lichtreflex noch etwas ein. So wird das Auge noch wesentlich lebhafter. Das kann etwas aus deiner Fantasie sein oder auch etwas, was sich wirklich im Auge spiegelt. Voraussetzung ist, dass du den Lichtreflex immer noch groß genug lässt. Was möchtest du noch zum Thema Zeichnen wissen? Schreib es mir gerne in die Kommentare für die nächsten Videos.